Willkommen zu Teil 2 des Gesprächs mit Thomas Metzinger über die Frage, was ist eigentlich reines Bewusstsein und vor allen Dingen, was können wir mit diesem Zustand reinen Bewusstseins überhaupt tun? Im ersten Teil, findet ihr hier, haben wir versucht zu erklären, was es eigentlich ist und wie man es erforschen kann. Jetzt geht es darum, wie man diesen Zustand reinen Bewusstseins anwenden kann. In der Wissenschaft, aber vor allen Dingen auch in unserem alltäglichen Leben und wenn es darum geht, auch große, komplexe Probleme zu lösen, wie beispielsweise den Klimawandel. Ich spinne das jetzt mal, keine Ahnung, 30 Jahre weiter. Wir haben tollere Methoden, unsere Aktivitätsmuster im Gehirn zu analysieren. Mehr Leute können in diesen Zustand kommen. Ich mache eine Riesenstudie und finde raus, das ist das zentrale Muster, das diesem Zustand korrespondiert. Und du sagst ja im Prinzip, ja, das ist möglich, dass wir das rausfinden. Der nächste Schritt, wenn ich ein KI-Nerd bin, wäre ja zu sagen, super, das muss ich jetzt nachbauen. Dann habe ich rudimentär ein informationsverarbeitendes System, was nicht nur blöd Information verarbeitet, regelbasiert oder auf Wahrscheinlichkeiten beruht, sondern eins mit Bewusstsein. Mhm. Hältst du das für möglich oder ist das absolut Science-Fiction? Also drei Antworten darauf. Die erste ist, glaube ich, wir werden dazu überhaupt nicht kommen, weil wir von der Klimakatastrophe überrollt werden. Mhm. Also ob es in 30 Jahren noch möglich sein wird, vernünftig Wissenschaft oder Philosophie zu betreiben, das kann man sehr bezweifeln. Aber das mal beiseite gelegt. Finde ich einen guten Einwand, der im Grunde genommen über allem stehen sollte, worüber wir heute sprechen und nachdenken. Ja, also das wäre ein anderes Thema. Auf jeden Fall, ich habe ja dieses Jahr ein Moratorium bis 2050 gefordert für künstliches Bewusstsein. Weil es unter meinen hochgeschätzten Kollegen jetzt schon 4 Labors auf der Welt gibt, die davon reden, wir werden Bewusstsein auf Maschinen realisieren, so wie wir das können. Wir werden es tun. Ich bin dagegen, dass man das macht, bevor wir wissen, was wir da tun. Zum Beispiel, weil wir extrem viel Leiden erzeugen können. Mhm. Trotzdem ist natürlich die Frage, wenn wir bei Menschen wüssten, was die einfachste Form von Bewusstheit ist, was sozusagen das essentielle Prinzip verstanden hätten und wir hätten auch ein mathematisches Modell. Das zu beschreiben. Dann ist die Frage, kann man das auch auf nicht-biologischen Trägersystemen realisieren? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht so ganz, weil im Moment glaube ich, dass die Erfahrung des reinen Bewusstseins sehr viel mit der Erfahrung von Wachheit zu tun hat. Also Tonic Alertness, einfach die pure Wachheit, die aber dann stabil wird und sich sozusagen in sich selbst sich zurückfaltet dauernd. Die ja auch einen körperlichen Faktor hat, das darf man ja nicht vergessen. Genau, Wachheit haben auf diesem Planeten nur die Tiere, die zum Beispiel einen Schlaf-Wach-Rhythmus haben, die überhaupt träumen, schlafen und aufwachen. Das sind nicht alle. Mhm. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, was würde es eigentlich für eine Maschine heißen, aufzuwachen? Mhm. Die sind doch 24 Stunden am Tag wach, die Dinger. Ja. Ich habe eine Idee, man bräuchte dann halt eine etwas abstraktere Beschreibungsebene. Ich habe diesen Begriff eines epistemischen Raums geprägt. Also wir sind nicht Egos, sondern wir sind verkörperte epistemische Räume. Das heißt Räume, in denen Zustände des Wissens auftreten können, möglich sind. Wenn wir ein Modell dieses Raums haben, dann haben wir Bewusstsein, sage ich. Das hat nichts mit dem Ich zu tun. Also reines Bewusstsein zeichnet sich für mich dadurch aus, dass wir nicht nur wach sind, sondern es gibt ein Modell der Wachheit. Und jetzt könnte man natürlich fragen... Also das Wachsein, also Bild, nur damit ich es verstehe, bildhaft gesprochen, das Wachsein sehen. Also das ist das, was in der Systemtheorie immer das Beobachten, Beobachten heißt oder Wahrnehmen, Wahrnehmen. Genau, es gibt zum Beispiel verschiedene Arten von Koma-Patienten, mit dem, was man früher vegetatives Koma auch genannt hat. Die sind wach, die haben einen Wachschlafzyklus, sind aber nicht bewusst. Die haben Blickfolgebewegungen, alles. Das heißt, man kann funktionale Wachheit haben ohne Bewusstsein. Mhm. Und ich glaube, der Unterschied besteht gerade daran, ob man weiß, dass man wach ist. Mhm. Also ob es im Gehirn ein Modell der Wachheit gibt. Aber du hast ja gesagt, ein entscheidender Schritt dabei ist, und das darf man nicht vergessen, ist, um es sozusagen verstehen und bauen zu können, beides, muss ich es mathematisch formalisieren.
Und wenn ich das sage, bin ich natürlich wieder mitten in unserem westlichen Ding. Ja. Dass das, was sozusagen die Essenz unseres Bewusstseins ausmacht, rational erfassbar sein muss. Denn Mathematik ist ein rationales Verfahren. Ansonsten kann ich nichts damit anfangen. Ja, also am einen Ende des Spektrums kann man sich, es gibt diesen Begriff, ich sollte den nicht nennen, aber es gibt diesen Begriff der Bodhisattva-KI. Also es gibt natürlich Leute, die müssen erklären, was Bodhisattva ist. Ein Bodhisattva ist ein Buddha, ein erleuchtetes Wesen, das sich entschlossen hat, sich nicht vollständig aufzulösen, sondern noch hier zu bleiben, solange es noch leidende Wesen gibt und uns zu helfen. Genau. Jetzt wäre die Frage, können wir eine KI bauen, die im Gegensatz zu uns Bewusstsein hat, aber keine Angst vor dem Tod und die nicht leidet? Könnte ja sein, dass die ersten... Und altruistisch ist, in dem Fall. Ja, das wäre in unserem Interesse, wenn sie das noch wäre, sonst haben wir große Probleme. Ja? Also die Frage ist, können wir sowas wie künstliche erleuchtete Systeme bauen? Das ist eine typische Geschichte aus Kalifornien, so eine irre Spekulation. Aber eine andere Frage wäre natürlich, wenn wir diese neuronale Signatur hätten, ob wir nicht... bescheiden gesprochen, noch effektivere Formen der Meditation entwickeln könnten oder ob wir sowas machen könnten wie mit Echtzeit bildgebenden Verfahren im Gehirn, so ähnlich wie bei Neurofeedback. Ja, Biofeedback, also dass ich selber merke, okay, das ist jetzt die richtige Richtung, du kommst in den Zustand. Ja. Schneller dahin zu kommen, ist ja nicht ausgeschlossen, dass wir doch noch Dinge, die Leute seit 2500 Jahren machen, doch noch besser machen können. Du hast eben den Klimawandel erwähnt. Für mich eines der, wenn ich das zentrale Problem unserer Zeit, die ja eine Zeit von Vielfachkrisen ist. Glaubst du, und das ist die Frage jetzt sozusagen, was kann man damit anfangen? Glaubst du, dass die Kultivierung eines solchen Zustandes, reinen Bewusstseins, uns helfen würde, besser mit dieser Art von Problemen umzugehen, weil wir dadurch zu einer anderen Beziehung zu uns selbst, zu anderen Menschen und Lebewesen und letztlich zu einer anderen Beziehung zur Wirklichkeit kommen? Also die Antwort darauf ist ja und nein. Ich habe ja selbst seit vielen Jahren dafür argumentiert, dass wir im Bildungssystem, in der Schule säkularen Meditationsunterricht einführen. Ich habe auch einiges geschrieben über den Begriff einer Bewusstseinskultur, dass wir uns erst mal genauer überlegen, was sind eigentlich wertvolle Bewusstseinszustände und versuchen, die in unserer Gesellschaft zu entwickeln. Das ist auch sozusagen Bewusstseinskultur, ist die Möglichkeit, also die Idee, einen kulturellen Kontext zu schaffen, der uns erlaubt, dieses ökonomische Wachstumsmodell zu verlassen, das Amok läuft. Wir brauchen eine normative Vision, die in eine andere Richtung geht. Dazu gibt es viel zu sagen. Ich glaube, wenn sehr viel mehr Menschen diese Bewusstseinszustände häufiger erfahren würden, würde uns das allen sehr gut tun. Jetzt kommt aber das große Aber. Man muss auch realistisch sein. Und ich glaube natürlich, die katholischen Lobbypuppen in Berlin und Brüssel, die werden all das zerstören. Die Finanzwirtschaft wird es verhindern. Also ich glaube, es ist nicht realistisch anzunehmen, dass wir noch eine effektive Klimapolitik hinbekommen, noch nicht mal in Deutschland. Wir hätten eigentlich die historische Verantwortung, jetzt mit Europa die Führung zu übernehmen für die Menschheit. Aber wenn man sich das anschaut, ist es, glaube ich, nicht ehrlich. Es ist nicht intellektuell redlich zu glauben, wir könnten das noch schaffen. Und die anderen Planeten, die anderen Player auf dem Planeten, Putin, China, USA, ich glaube, von da wird noch weniger kommen, weil der Zeitdruck ist so hoch. Das heißt, ja, im Prinzip wäre es das Richtige. Es wäre gut gewesen. Es wäre gut gewesen, wir hätten das viel früher getan. Die Frage ist, ob man sowas überhaupt skalieren kann, also auf 8 Milliarden Menschen. Ja. Da gibt es gute Gründe anzunehmen, das ist auch nicht möglich. Und da muss man ja ganz klar sehen, es gibt Leute, die sind gegen Bewusstheit. Es gibt eine Aufmerksamkeitsökonomie, es gibt Großkonzerne, die versuchen, uns die Aufmerksamkeit zu extrahieren, uns zu unterwerfen über Social Media, das ist alles bekannt. Das heißt, es gibt Player der Unbewusstheit,
die genau all das verhindern wollen. Und man könnte sogar so weit gehen und sagen, naja, wenn ich mir die Geschichte angucke und diese Form der Kultivierung solcher Bewusstseinszustände hat es ja schon ein paar tausend Jahre gegeben. Das ist nie Mainstream geworden. Das ist noch nicht mal in den Ländern Mainstream geworden, in denen es so stark kultiviert wurde. Genau, und ich bin auch jetzt immer sehr dafür, dass wir ganz kritisch und wirklich intellektuell redlich bleiben. Wenn man sich jetzt mal die Länder anschaut, in denen der Buddhismus, in denen eine Meditationspraxis wirklich eine große Rolle gespielt hat. Myanmar ist das buddhistischste Land auf der Welt. Haben wir eine Militärdiktatur. Diese ganzen asiatischen Diktaturen, Thailand. Indien ist eine einzige humanitäre Katastrophe. Japan ist erstarrt in Traditionalismus. Also man kann nicht sagen, dass es diesen Ländern gut getan hätte im globalen Vergleich. Deswegen ist halt auch die Frage, ob der Westen eine eigene Tradition entwickeln könnte und was Besseres daraus machen könnte. Na, so eingebildet wie der Westen ist, würde er ja immer sagen am Ende, wir haben sowieso das bessere Modell. Thomas, vielen Dank für alle, die den Artikel lesen wollen. Ihr findet ihn hier unten. Und ich bin mir sicher, wir werden in den nächsten Monaten und Jahren noch viel davon hören. Thomas, herzlichen Dank nochmal. Ich bedanke mich auch, hat Spaß gemacht.